Und damit, hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lilpolas mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar, wie ihr seht, ich habe schon die Reaction von Arrive HD auf. Wenn ihr die Show jetzt verpassen wollt, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren und nichts dazu verpassen. Gerne Daumen nach oben da lassen, Leute, würde ich mich ebenso freuen. So, jetzt endlich. Und zwar habe ich einiges davon bekommen. Und zwar, dass sich die Leute beschwert haben, dass es peinlich sei. Einige andere Dinge, die ich mitbekommen habe am Rande. Und ja, ich gebe dazu recht, klar. Aber ich sage auch ein paar Sachen für mich zu dem Ganzen. Ich hatte an dem Tag erstens mal Bock zu zeichnen. Deswegen hat man da einen Stift im Hintergrund gehört. Den Punkt gebe ich euch, dass es scheiße war, das mit reinzunehmen. Okay, lässt sich drüber streiten. So. Der nächste Punkt ist, okay, ja, man hört durch mein Mikrofon einiges. Das muss ich auch tatsächlich dazu sagen. Ich habe nicht sehr viel dazu gesagt. Ich habe das Video durchlaufen lassen. Kann man drüber streiten, wie man Bock hat. Hier hört man es auch unter anderem. Aber man muss dazu sagen, und das ist ein Punkt, den spreche ich von meiner Seite aus, mir ging es an dem Tag nicht so gut. Deswegen habe ich gezeichnet. Deswegen habe ich hier nebenbei das Video aufgenommen und habe das Video einfach online gestellt, weil ich dachte, das wäre eine gute Idee. War es scheinbar dann an der Stelle doch nicht. Dann habe ich einige Nachrichten bekommen und ich werde jetzt Stück für Stück mal vorlesen. Abonnieren und liken nicht vergessen. Ehre an ihn. Dann hatte ich, du bist der Beste, danke. Wieso macht man dazu eine Reaction, habe ich von einem bekommen. Dachte ich mir so an der Stelle so, ja, warum mache ich überhaupt irgendwas? Wahrscheinlich, weil es Unterhaltung sein soll, oder was? Dann kam Titel, eine Reaktion auf solche Videos sind halt cringe, aber wenn du das machen möchtest, dann kannst du es natürlich machen. Nice, ich kann nur dazu sagen, ich finde es nicht in Ordnung, wenn man schreibt, dass es cringe ist. Ich habe dieses Wort cringe jetzt langsam auch echt dicke. Dann habe ich dazu geschrieben, zu dieser Person, also ehrlich, dieses Wort, ja, mein Gott, da reagiert man auf ein Video, wenn was dran cringe ist, dann bräuchte man keine Reactions mehr machen, dann könnte man die genauso gut abschaffen, also wenn das cringe ist, dann könnte man Reaktionen abschaffen und in dem Sinne wäre auch jeder andere YouTuber, der das macht, cringe, wenn du das so siehst. Ist einfach so ein Punkt von mir, den ich mit reingebracht habe, muss man nicht fühlen. Kann man, aber ich fühlte dadurch nur die ganze Zeit irgendwelche Provokationen mit drinne und fand das auch nicht in Ordnung. Er hatte mir noch ein anderer geschrieben, dass das Ganze peinlich sei, was ich da gemacht habe. Sei dahingestellt, was du für peinlich hältst oder nicht, ist deine Sache, ist nicht meine. Dann habe ich nur dazu geschrieben, okay, ja, dann mach's besser, hat einer geschrieben. Ich glaube, das bezog sich auf die Person, die mir das vorher geschrieben hat, also die mir peinlich geschrieben hat. Da hat eine andere Person, glaube ich, zu der geschrieben, dass sie es besser machen soll, wenn sie es besser kann. Und dann habe ich nur gefragt, auf wen sich das bezieht. Habe ich keine Antwort bisher bekommen, leider. Aber dann hat mir noch einer geschrieben, Digga, das ist keine Reaktion, das ist ein Video abspielen und komische Hintergrundgeräusche. Also dann lass es doch komplett sein, wenn du gefühlt kein einziges Wort sagst. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich habe eigentlich erstmal meinen Kanal aufgeben wollen, dann habe ich es doch nicht durchgezogen, mache immer noch weiterhin YouTube quasi oder Twitch. Ich tue auf YouTube momentan Shorts hochladen, weil mir das einfach momentan besser gefällt und weil ich mir denke, vielleicht gehe ich mal eher in die Short-Richtung. Tue dann noch Livestreams machen, tue die Ausschnitte von den Livestreams hochladen auf YouTube und das war's gewesen. Das ist die Richtung, die ich momentan gehe. Ich habe auch in einem anderen Video, das habe ich auch letztens hochgeladen, gesagt, dass ich keine Reactions mehr mache. Weil ich keine Lust darauf habe, weil die meisten Kommentare immer nur darauf ausfallen, dass ich irgendeinen Scheiß gemacht habe und ich keinen Bock habe, mich länger deswegen aufzuregen und auch mich deswegen belangen zu lassen. Weshalb ich eben gerade hier mit euch darüber talke und euch erzähle, wie da meine Einsicht ist. Jedenfalls ist es jetzt irrelevant, ich mache zu dem Thema sowieso nichts mehr und für jeden, der es gesehen hat, das Video ist schon mindestens, glaube ich, eine Woche oder wenn nicht sogar 2 Wochen alt. Deswegen hat dieses Video gar keine Relevanz mehr, weil es schon wieder 2 Wochen her ist. Da mal auch mal aufs
Datum schaut an der Stelle. Ganz einfache Geschichte. Verstehe ich zwar nicht, warum man da großartig jetzt Heckmeck deswegen machen muss, aber gut, ist ja eben selber überlassen. Dann habe ich geschrieben, Bro, was ist mit dir los? Man hört, dass ich was sage, aber egal, wenn du keine Stimmen unterscheiden kannst, ist das dein Problem. Dann hat er geschrieben, ja, wow, 4,5 Wert und so gefühlt, das ist ja einfach kein Video zum Reagieren. Dann reagiere von mir aus auf ein anderes Video, wo du deine Meinung abgeben kannst und mach es vernünftig, anstatt es so hinzuklatschen. Da dachte ich mir so an der Stelle so, ja, hinzuklatschen. Okay. Wie schon gesagt, das sage ich nochmal, ich mache keine Reactions mehr, weil ich keinen Bock mehr darauf habe, dass ich die ganze Zeit solche Kommentare bekomme. Klar, die Reaction war von mir nicht vernünftig gemacht, gebe ich gerne zu. Kann man sich jetzt drüber streiten, was da richtig, was da falsch war. Ich habe nur keinen Bock mehr, meinen kompletten Kopf kaputt zu machen, nur weil sehr viele meinen, ja, das ist richtig, so muss man es machen, so muss man das machen. Habe ich auch nur, und dazu kommen wir gleich, noch zu ihm was geschrieben in dem Sinne. Aber ja, wie schon gesagt, das ganze Reaction-Thema ist sowieso für mich gelaufen. Ich will da gar nichts mehr damit zu tun haben. Wenn ich noch Videos von YouTuber oder anderen Influencern angucke, dann wenn an privat, für mich selber, weil da kann ich sagen, was ich will, da kann ich machen, was ich will und ja, fertig ist. Und dann habe ich, hat er nochmal geschrieben, gehört, man hört ganze Zeit im Hintergrund, wie du deinen Kugelschreiber klickst. Nein, das hat nichts mit Kugelschreiber zu tun. Das war ein Filzer, den ich benutzt habe, um was auszumalen. Aber danke dafür, dass du das falsch aufgefasst hast. Und noch andere nervige Geräusche machst. Also Junge, das ist einfach unangenehm. Und wenn du das nicht checkst, dann weiß ich auch nicht. Okay, wenn ich das nicht check, okay, ja, dann habe ich es halt nicht gecheckt. Ist in Ordnung. Können wir uns da die Hand geben? Fertig. Dann habe ich geschrieben, okay. Was? Okay. Erstens, ich habe aufgehört mit Reaktionen. Das habe ich ihm geschrieben. Zweitens, was ich mir schon für Mühe für meine Videos gemacht habe. Und drittens, mach's besser, wenn du denkst, dass du es besser kannst. Außerdem, was klatsche ich nix hin, aber krass, dass du das so runtertalkst. Ist halt wirklich so gewesen. Ich meine, klar, die Reaktion war nicht gut von mir durchdacht, war nicht gut gewesen, gebe ich gerne zu. Wie schon gesagt, den Punkt gebe ich ihm. Genauso wie das, was ich jetzt vorher am Anfang gesagt habe. Es war keine vernünftige Reaktion gewesen. Ich hätte mehr sagen können. Das gebe ich gerne alles offen und ehrlich hier zu. Ist in Ordnung. Die Geräusche hätten auch nicht sein müssen. Das tue ich einfach für mich in Zukunft privat. Fertig und gut ist. Aber dass man nicht mal den Respekt besitzt, einfach nur zu sagen, ja, du hast es einfach so dahin geklatscht und so weiter. Denke ich mir so, ja, okay, dann hab halt die Meinung, dass ich irgendwas hingeklatscht habe. Passt. Ist in Ordnung, dann red halt so, wenn du so reden willst, ist in Ordnung. Und dann hat er mir nur geschrieben, ich glaube, dass ich es hinkriegen kann, nicht 24/7 irgendwelche nervigen Hintergrundgeräusche zu machen, durch denen man das Video kaum hört. Und ich glaube, dass ich mir viel mehr Mühe geben würde als du, aber ich bin nicht an interessiert, ein Video hochzuladen. Aber wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass ich es nicht so hinklatschen würde wie du. Also ehrlich, hör es dir doch an. Das ist katastrophal. In dem Sinne muss man sagen, es ist nicht katastrophal. Klar, man hätte es anders aufnehmen können. Mir ging es an dem Tag, wie schon gesagt, nicht gut. Und ich wollte einfach nur für mich da was ausmalen, wollte etwas nebenbei Vives Video laufen lassen und habe halt nicht wirklich eine Reaction draus gemacht. Das tut mir in dem Sinne leid. Ist in Ordnung. Aber man muss jetzt nicht gleich daraus aus einer Fliege einen Elefant machen. Das muss ehrlich nicht sein. Ganz ehrlich. Also wenn man so eine Herangehensweise hat, dann könnte man auch sagen, ja, alles was ein YouTuber macht und so weiter, ist katastrophal. Oder könnte auch sagen, ja, jedes Werk, was ein anderer YouTuber macht, wie zum Beispiel Z-Max oder jemand anders, das ist ein Meisterwerk. Das wäre auch nicht richtig. Ganz ehrlich. Dann habe ich noch ein bisschen was dazu gesagt. Wie schon gesagt, wenn du meinst, dass du es besser kannst, dann mach doch. Dann versuch du es besser zu machen, wenn du meinst, dass du es besser kannst. Habe ich noch was geschrieben?
Ist okay, dann hab diese Meinung, ist okay für mich. Wenn es nervig für dich ist, dann schau es dir nicht an. Ich habe auch niemals gesagt, wenn ein Video nicht gut ist oder so, wie du das hier beschreibst, dass man sie gucken muss. Das habe ich auch von Anfang an so gesagt. Das ist es eben. Das ist das, also das habe ich geschrieben. Nur zur Info. Ich habe von Anfang an, seitdem ich diesen Kanal führe, seitdem ich meinen Kanal habe, habe ich von Anfang an gesagt, dass ich niemanden dazu zwinge, die Videos zu schauen. Die Leute können sich die Videos anschauen, wenn sie wollen. Das ist ihre offene und ehrliche Entscheidung. Und es bleibt ihnen selber überlassen. Aber man kann mit dem nötigen Respekt hier vorgehen, nicht sagen, hinklatschen, okay, hättest du das Video nicht anders gestalten können? Oder hättest du nicht einfach diese Hintergrundgeräusche weglassen können und etwas mehr reden können in der Reaktion? Da wäre ich gar nicht beleidigt gewesen. Da hätte ich gesagt, okay, Tamam, ich höre es mir an, okay, wenn es so ist, und das habe ich ja jetzt eben gemacht, okay, ich mache in Zukunft die Dinge anders, falls ich wieder auf was reagieren sollte. Habe ich jetzt in dem Sinne nicht vor, weil es in der Vergangenheit viel zu viele negative Gedanken als positive, viel mehr negative Äußerungen als positive Äußerungen gab. Ich habe keinen Bock, mich 24/7 hier hinzusitzen, immer wieder solche Kommentare zu lesen und zu sehen, wie ich die ganze Zeit mir Gedanken machen muss, weil mir Leute reinschreiben, dass einfach meine Reaktionen nicht gut sind oder ob ich Dings die nur hinklatsche oder die Reaktion cringe, unangenehm oder was weiß ich für ein Vogel ist. Deswegen ist das mein offizielles Statement, dass ich erstmal keine Reaktion mehr mache, weil ich keinen Bock mehr darauf habe. Und weil es einfach nicht in meinem Sinne steht, mich da nervlich auch in meiner Situation momentan unter Druck zu setzen und auch natürlich mich kaputt zu machen. Und wenn ihr euch fragt, was ich hier gerade rede oder was ich mit Situation meine. Das hat private Gründe, darüber will ich jetzt hier auch im Video nicht reden, weil das ist meine eigene Sache. Aber der ausschlaggebige Punkt oder sozusagen der schlüssige Punkt ist einfach, ich mache keine Reactions mehr. Ich habe da momentan einfach keine Lust drauf. Ich will das nicht machen und dass ich einfach jetzt in die Richtung gehe, in der ich momentan bin. Und zwar, dass ich eben quasi nur Shorts hochlade, meinen Content auf Twitch mache, also meinen eigenen Content, das, was ich eben spiele und dann später als Video auf YouTube hochlade und mehr nicht. Mehr wird es nicht sein und mehr werde ich auch dazu nicht machen. Ganz einfach. Wer sich da jetzt natürlich auch nochmal beschweren möchte oder mir reinschreiben möchte, ja, das ist aber auch nicht die richtige Lösung. Jetzt hast du schon so ein paar Reactions gemacht in der Vergangenheit, jetzt kannst du es auch weiter durchziehen. Ganz ehrlich, beschwert euch bei den anderen oder keine Ahnung, lasst eure Meinung dazu raus, ist in Ordnung, ich lese es mir durch, aber ich habe keine Lust, mich deswegen nervlich komplett kaputt zu machen. Darauf habe ich keine Lust. Und ganz ehrlich, wenn man mir halt nicht mit dem nötigen Anstand oder Respekt entgegentreten kann, ist es halt deren ihr Problem, nicht meins. Ich habe meine offen und ehrliche Meinung gesagt. Das Video ist sogar genau 2 Wochen alt. Perfekt. Von dem her. Und ja, wie schon gesagt, also von mir wird nichts weiteres, was Reactions angeht oder sonst irgendwas kommen, einfach weil ich das nicht als sinnig sehe oder beziehungsweise weil ich das einfach für mich nicht sehe. Ich habe in einem anderen Video eh schon gesagt, dass ich aufhöre mit Reaktion. Ich habe meine Entscheidung getroffen, in welche Richtung ich jetzt gehen möchte. Und so wird es einfach weiter fortlaufen. Und für jeden, der da irgendwas dagegen einzuwenden hat, irgendwie eine Meinung dazu hat, schreibt es mir runter in die Kommentare. Aber ganz ehrlich, dann tut es irgendwie anders formulieren, tut es nett formulieren und nicht solche Sachen wie unangenehm, cringe, peinlich oder Dings hingeklatscht da reinzuschreiben und so weiter. Schreibt es doch einfach sachlich und normal rein, anstatt solche Wörter da reinzuklatschen. Ist genauso wie dieses Wort cringe. Das kann ich auch langsam nicht mehr hören. Ist auch unglaublich, was die Leute alles als cringe empfinden in der heutigen Zeit. Krass. Ja. Ich mache mich hier aber auch über niemanden lustig. Aber ja. Das war mein offizielles Statement zu der ganzen Geschichte. Wie schon gesagt, ich werde zu dem Thema kein weiteres Video mehr machen.
Ich werde es dabei jetzt auch belassen, weil ich, wie schon gesagt, jetzt meine Richtung gehen will. Für diejenigen, für die es nicht passen sollte oder irgendwas noch dazu zu sagen habt, äußert euch gerne in den Kommentaren. Das wäre es von meiner Seite aus gewesen. Hoffe, dass es auf jeden Fall wieder bessere Zeiten gibt. Wie schon gesagt, so wird es für mich jetzt weitergehen. Und ja, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts dazu verpassen. Gerne auch noch rum da lassen, Leute, würde ich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar reinschreiben, würde mich ebenso freuen. Und für jeden, der da jetzt irgendwie was reinschreiben sollte, was nicht gut ist, genauso wie, also eben die Sachen, die ich gerade gesagt habe, egal wer jetzt noch Cringe reinschreibt oder sonst irgendwas, für den werde ich schreiben, entweder der hört auf, sowas reinzuschreiben, dass die ganze Sache cringe wäre oder sonst irgendwas. Oder für denjenigen hat sich's halt einfach erledigt. Weil ich habe keinen Bock mehr auf diese Erbsenzählerei. Das muss nicht sein, ganz ehrlich. Genauso wie meint andere Dinge nicht. Aber ja. Deswegen, ganz einfach. Gebt einfach euch gegenseitig, genauso wie mir, einfach den Respekt. Schreibt, wenn dann, sachlich rein und nicht mit solchen Dingen, bitte. Wie schon gesagt, das muss einfach nicht sein. Diese ganzen komischen Wörter kann man einfach direkt weglassen. Das ist einfach nicht nötig. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, haut rein, macht's gut und dann, ja, bis zum nächsten Video, Leute. Oder beziehungsweise bis zum nächsten Stream, denke ich mal. Haut rein. Ciao, ciao.